Hallo und herzlich willkommen bei, also herzlich willkommen und ich zeige euch heute, wie man das Spiel Pooh herunterlädt. Dazu gehen wir auf Play Store und schreiben rein, ganz einfach, P und U. Nee, Moment. Puh. Dann suchen wir. Und wie Sie sehen, entweder Puh Ei oder Puh Ziki. Was sollen wir nehmen? Nehmen wir mal Puh Ziki. Puh ist ein ganz normales Spiel dafür. Ja, hier. Akzeptieren. Das kann man aber auch unterwegs ohne Internet benutzen. Ich nehme mich auch auf mein Handy. Und solange wie das lädt, zeige ich euch, wie er aussehen könnte, wie man ihn bemalen kann oder wie man mit ihm spielen kann. Also, es ist ab 0. Hier steht auch nochmal, möchtest du dein ganz eigenes virtuelles Haustier pflegen? Würzere es, wasche es, spiele mit ihm und sieh ihm beim Wachsen zu. Während es in den Leveln aufsteigt, schaltest du verschiedene Tapeten und Cool Outfits. Outfits frei, um deinen eigenen Geschmack gerecht zu werden. Wie gestaltest du dein eigenes Pooh? Guck mal, ob er schon geladen hat. Das andere kann man dann ja durchlesen. So können Sie noch ein bisschen So, wir haben uns. nachlesen. Und dann gucken wir, ob es schon funktioniert ist. Wie wir sehen, Pooh wurde installiert, stand hier. Einen Moment. Das Handy ist ein bisschen, leckt ein bisschen. Und jetzt gehe ich auf Öffnen. Jetzt ist es erst im Moment schwarz. Das ist aber normal, weil sich das erst initialisiert. Ne? Ist richtig? Ja, Geräusche sind da. Genau. Ich verstehe kurz eins nicht, einen Moment. So, jetzt nochmal. Jetzt gehen wir rüber über das Bildschirm. Hier rüber, ja, so. Da, jetzt. Und hier sehen Sie ihn. Er ist klein und süß und jetzt kann man ihn mal anfangen füttern. Den aber Kreuz. Nicht auf Teilen. Einen Moment. So, esse das erste Mal. Puh ist dreckig. Gehe ins Badezimmer und putze es. Dann frühstückt er jetzt erstmal. Einen Moment. Irgendwas. Sollen wir das erstmal lassen jetzt, damit beenden erstmal? Und so lädt man einen Puh herunter. So, und damit beenden wir jetzt erstmal das Tutorial, damit wir unsere eigene Hausarbeit machen können.